Oder ist es dann eher, weil der Steilhang das schwierigste Teil ist? Oder? Also imposant ist natürlich der Steilhang. Aber die Läufer wissen ganz genau, dass man die Ausfahrt gut erwischen muss. Ich glaube, heute ist das Problem, dass davor diese eisigen Stellen sind. Gut. Sten Olsen. Ja, der macht es ähnlich wie Odermatt. Oben sauber gefahren, mit ganz wenig Bewegung im Oberkörper, versucht gut hineinzukommen. Da haben wir jetzt was drinnen im Steilhang. Da könnte er dem Odermatt noch was abnehmen. Schau mal, wie ruhig er fährt. Super, ja. Also, und kann die Linie halten, das ist eine richtig gute Vorstellung. Ja, der ist voll dabei. Ja, und super. Führt jetzt gewaltig. Sogar. Ja. Hat in diesem Bereich Odermatt fast eine halbe Sekunde abgenommen. Au, leider. Da sind wir jetzt leider versetzt. Jetzt kämpft er ein bisschen mit Rücklage. Zwei Tore, hat ein bisschen übers Skiende fahren müssen, weil er die Welle übersehen hat, aber der ist sehr stark. Der ist da voll dabei, Sten Olsen mit einem zweiten Platz noch vor Manuel Feller. 1200stel vor Feller. Alexander Sten Olsen hat gezeigt, wie es geht, vor allem in diesem Mittelabschnitt. Da hat er wirklich Odermatt 48 genau. Platz abgenommen. Im absolut eisigsten Bereich, da ist Odermatt zu